Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ja, im letzten Part, da haben wir die Energieeinheit geholt und waren noch ein bisschen shoppen. Und ich war jetzt auch vor dem Part ein bisschen shoppen, beziehungsweise nebenher auch ein paar Zauber trainieren. Wie ihr seht, habe ich jetzt ein paar neue Zauber mit reingenommen. Meine Zauber bestehen momentan aus Hitzeblitz, Krafthauch, Höllenfaust, Hadesgranaten, Gigakraft, Zauberspiegel, Kraftfeld, Superschild und Kosmokraft. Und wie ihr seht, habe ich Superschild auf Level 1 gebracht. Kosmokraft habe ich auch mal ein bisschen ausprobiert. Mal sehen, was die anderen Zauber, die ich bisher noch nicht eingesetzt habe, also Zauberspiegel und Kraftfeld, so wirken. Und ja, ich habe ganz viele Zutaten gekauft. Wie ihr seht, habe ich von fast allem komplett alles. Nur ganz wenige sind noch nicht komplett, aber ja, ich habe ja auch ein paar benutzt. Von daher. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Hallo? Edgar hält sich in einem Raum im Zentrum von Azitopia auf. Du kannst ihn nur mit der Energieeinheit erreichen. Begib dich dorthin, wo du Gallensteins Rakete geparkt hast und aktiviere den Teleporter. Nein, Formeln möchten wir jetzt nicht auswählen und wir möchten es auch nicht speichern. Was ist eigentlich das da für ein Ding? Keine Ahnung. Aber wir sollen zurück. So, unterwegs können wir auch noch mal ein bisschen das Schutzschild benutzen. Wenn wir schon hier unterwegs sind. Kraftfeld. Machen wir mal das hier erstmal. So. Weil dann können wir uns nämlich vor diesen Viechern hier schützen. Und auch mal ein bisschen hier nebenher unsere Atomaxt-Felder trainieren, die übrigens jetzt schon auf Level 2 ist. Nur mal so zur Info. Yay! 1000 Kreditkarten. Wir können danach auch noch mal ein bisschen einkaufen. Mal gucken. So, jetzt sind wir schon hier. Hui. Kommen wir mit dem Superschild auch hier durch, wenn es Tag ist? Ich glaube eher nicht. Naja, egal. Jetzt ist ja Nacht. Da brauchen wir uns nicht zu fürchten hier. So. Und da geht's schon wieder hoch. Wo sind wir denn jetzt? Bin schon ganz aufgeregt, ob das jetzt wirklich dann schon alles war. Evilchen meinte ja, das Finale kommt jetzt dann bald. Da bin ich ja schon sehr gespannt. So, der Zauber lässt nach. Zaubern wir gleich wieder. Ich möchte ja nicht, dass der Zauber hier nachlässt. Das wäre uncool. So. So, Moment. Den laden wir jetzt auf für den nächsten Dinger. Wenn der hier irgendwo wäre. So, habe ich umsonst aufgeladen. Naja, was soll's. Passiert. Also ich habe übrigens gehört, ich weiß nicht mehr von wem das war, aber wenn wir den Code nicht eingegeben hätten, müssten wir hier uns frei durchkämpfen. Also ja, passiert. Jetzt, ich wusste aber den Code und von daher passt es schon, ne? So, jetzt will ich das mal aufladen. Yay! Ui, wir haben den auch besiegt. Sehr schön. Ja, hat doch das Aufladen was gebracht. Okay, da geht aber nicht lang. Wir sollten aber wieder den Zauber ein bisschen benutzen. Der ist toll. Gerade gegen diese Viecher ist er echt toll. Müssen wir hier runter? Ich glaube schon. Aber hier entlang müssen wir, glaube ich. So, wo kommen wir denn jetzt so raus? Nirgendwo. Cool. Cool. So, aufladen, aufladen. Haben wir gerade Schaden genommen? Nein. Okay, ich dachte gerade, hä? Ich glaube, da kommen wir an. Von daher. Oh, geht doch durch, ey. Mensch. So. Genau, hier kamen wir an. Oder auch nicht. Also, hier kamen wir nicht an, aber hier kamen wir durch. So rum. Ich erkenne den Raum wieder. Und ich verbrenne mich schon. Cool. So, hier mussten wir ja den einen kühlen. Ich glaube, das war der hier. Der am Anfang, aber mehr können wir nicht kühlen, oder wie?
So. Hoch mit uns jetzt, endlich. Ich fände ja so eine Raumstation auch cool. Irgendwie, wenn man sowas erleben würde. So. Also wenn es wirklich sowas hier geben würde. Ja, das wäre schon irgendwie interessant, auf jeden Fall. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Jetzt war ich nicht einkaufen. Ach, ist ja auch egal, müssen wir ja nicht. Und die Dinge lasse ich jetzt nicht raus. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Außerdem sind ja noch genug Dinger, die wir hier besiegen können. Die jetzt gleich wieder um die Ecke kommen. Vermutlich. Ui, was lässt er denn fallen? Ja, haben genug Honig. Ja, okay. Dann halt nicht. Mimimi. Hallo? Oh, jetzt sind wir in dem Raum. Da sollten wir auch das Superschild vielleicht ein bisschen verwenden. Ja, ich gehe sehr verschwenderisch damit um, ich weiß, aber wir sind ja eh gleich da, von daher. So. Können wir hier gleich mal ein bisschen aufladen. Ich meine, die kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr vor dem großen Kampf auf Level 3, aber ist ja nicht so schlimm. Oder war es Level 2? Ne, Level 2 ist er ja jetzt. Ja, komm raus. Aha! Oh Gott, ich hab's kaputt gemacht. Ganz alleine. Jetzt will ich die da auch noch kaputt machen. Wow! Ui, sehr gut. Ich bin super. Okay, da habe ich zu früh losgelassen. Ist nicht schlimm. Moment. Jetzt muss ich erstmal suchen, wo kamen wir eigentlich an? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir ankamen. irgendwo hier. Auf jeden Fall irgendwo hier in der Nähe. Ach, da. Da ist es ja. So. Und jetzt? Was denn? Also können wir die Energieeinheit irgendwie aktivieren? Haben wir die denn irgendwo? Unter Items vielleicht? Nö. Was haben wir da eigentlich alles? Zeitsprung, erste Hilfe, Konfusion, Aura. Aura, Schockwelle, Schild, Beulenpest, Trance. Disruptor, Regeneration und Stromschock. Ui. Und mit der haben wir ja natürlich eh egalsten Dinge. So, und müssen wir bei der Maschine oder was? Wo müssen wir das machen? Ach, hier? Oh. Ja, gute Idee. Speichern wir mal, und zwar hier unten. Auf Wiedersehen. Ups. Okay. Oh. Gehen wir gleich mal runter. Oh Gott, jetzt bin ich ganz nervös. Ah, ich kann gar nicht gescheit denken. Oh oh, wir sollten aber das Superschild gleich nehmen. Und vielleicht die anderen auch drauf zaubern. Man kann nie genug hier haben. Ui. Ups. Ach so, das war sowas. Ach, das macht die Dinger kaputt. Nochmal Kraftfeld, das war cool. Ach so, das sind Bomben. Ach so, ich dachte, wir machen die kaputt, aber die gehen selber kaputt. Was ist denn der? Weg. Geh weg. Okay, der macht uns hier. Ah, wir können die Dinger kaputt machen. Aha, okay. Sehr gut. So, dann machen wir die anderen mal. Mit Hades-Granaten ein bisschen hier. Können wir gleich mal unsere Zauber spammen. Lautsprecher.
Ventilator, Ventilator. Machen wir mal hier auf die da oben. Und auf die anderen. Hohoho, das sieht doch super aus. Oh Mist, Zauber lassen, ne? Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja hier nicht gleich, dass alles nachlässt. Das wäre nicht so toll. So. Nochmal auf die dann mal wieder ein Zauber und auf die anderen drei. Moment. So, jetzt aber. Okay, machen wir auf die drei. Gut. Ach, auf die kann man... Ah, Moment. Ich kann noch was anderes tun. Oh, ich habe jetzt aber keine Munition gekauft. Ist ja egal. Wird schon irgendwie schief gehen. Ja, guck mal an. Ich habe doch schon einiges. Ja, zwar nicht so viel, aber immerhin. Okay, die hat scheinbar nicht so gewirkt. Gut, dann nehme ich wieder die Axt. Oh, ich weiß kaum, was ich machen muss, aber es wird schon irgendwie klappen. So, wir können auch mal hier die ausprobieren. So. Und nochmal. Wow. Magiespiegel lässt nach. Ah, da oben war was. Mist. So. Ah, verdammt. Moment. Magiespiegel war das. Den nutzen wir trotzdem nochmal. Vielleicht nutzt es ja ein bisschen was. So. Die pusten uns wieder zurück. Ich bin ja schon ganz aufgeregt, dass es insgesamt eigentlich wird. Aber bisher ist es doof. Irgendwie. Ich komme ja gar nicht wirklich ran. Bräuchte ich wahrscheinlich Turbo-Ding. Kann man die nicht irgendwie kaputt machen? Wahrscheinlich nicht so. Oben war was. Ich habe da irgendwas gesehen. Mist. Aber ich komme da nie lang genug hin. Mist. Was ist denn das für ein Geräusch? Das habt... Hört ihr das? So. Warum bin ich jetzt nach rechts gerannt? Moment, Moment, Moment. Wir machen das jetzt ganz einfach. So. Dann hält unsere Ausdauer nämlich länger an. Halt, Zauberspiegel können wir auch mal wieder benutzen. Wo, Struppi, wo bist du denn? Da. So, jetzt aber. Was wir denn da machen? Oh Mann! Ich wollte jetzt noch nicht rein. So, Magiespiegel lässt nach. Schön. Können wir die irgendwie zurückblocken? Die Dinger? Ach, die kann man da rüber. Ach so. Ach, die kann man da entlang schleudern. Verdammt. Mist. Okay, aber immerhin habe ich jetzt ungefähr eine Spur, was wir machen könnten. Ja, und jetzt explodier. Ja. Ja, okay, die müssen noch ein bisschen höher. Mist. Zauber lässt nach. Toll. Das war wahrscheinlich ihr Kosmokraft, die nachlässt. Kraftfeld absorbiert Treffer. Aha. Okay. War das mein Kraftfeld? So, schauen wir mal.
Die können wir da hochschleudern. Aha, okay. Okay, ich hab's. Schnell! Oh Mist. Unser Schutzschild da wirkt noch. Komm, geh da hoch. Ach Mist. Und? Na, verdammt. Das wirkt noch gut. Oh Mann, ey. Welcher Zauber lässt nach? Wahrscheinlich. Welcher denn? Ich bin mir nicht sicher, welcher nachlässt. Deswegen. Ja. Oh Mist. So. Und? Mach kebumm? Yeah! Kosmokraft lässt nach. Schade. Oh. Der muss aber wirken. So. Und die nächsten. Mist, da bin ich zu nah gewesen. So, hier müssen die nächsten Bomben rauskommen. Bitte, bitte, bitte. Oh Gott, ey, ich bin so konzentriert. Das ist, ach. Da kann ich ja kaum kommentieren, richtig. Ach Mist, hier kommt ihr jetzt hier mal raus. Ach Mist, da war ich wieder zu nah. Zauber lässt nach. Welcher Zauber denn? Wieder Zauberspiel. Superschild. Dann zaubern wir das wieder. Und vielleicht wieder Kraftfeld. Will nicht? Achso, ich hab falscher Knopf. Oh, ich bin so doof. So. Dann müssen wir hier wieder sein. Und. Ach Mist. Na, aber wir haben schon immerhin zwei Stück geschafft. Ach, Struppi, schau mal an. Kosmokraft lässt schon wieder nach. Das geht aber schnell. Hui. Ach Mist, nicht ganz erwischt, aber immerhin. Ach komm, Struppi, ey. Das kann doch nicht sein. Ja, geht doch. Meine Güte. Mit Struppi geht das doch viel schneller. Wenn Struppi hier mal schnell die Kosmokraft ja, ausnutzt. So. Und die Zauber können wir ja natürlich auch gleich nutzen noch. So, geht doch. Ups. Oh, was ist da jetzt los? Oh, mach doch mal. Geh doch mal. Gib doch. Oha. Hoppala. Was ist denn da jetzt los? Hallo? Oh. Oh, oh. Schnell. Superschild. Kosmokraft lässt nach. Nicht gut. Die braucht man. Vielleicht erreicht die ja bald Level 1. Wer weiß. Keine Ahnung. Aha. Komm her. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt? Mit Kostüm um Kosmos nichts? Wie? Nichts. So, das ist nur ein Häufchen, oder was? Haha, toll. Wo sind jetzt die Roboter hin? Weg. Wieder solche. Ach, komm doch her. Oh je. So.
Machen wir die Zauber gleich wieder raus. Sicher, sicher. Haha, mit Kosmokraft geht das echt gut. Da müssen wir nicht so ewig warten. Nichts wieder? Ja. Nichts. Ach, der Zauber. Moment, müssen wir den kaputt machen, bevor der hier... Oh Gott, das hat doch irgendwas mit dem zu tun. Wir kommen jetzt wahrscheinlich so oft Traptoren, bis wir den Putzroboter da besiegt haben. So, Kosmokraft lässt nach. Aber den können wir ja gleich wieder zaubern. So. Also mit Superschild macht das echt Spaß. So, Moment. Kann man den angreifen? Ja. Bam. Ups, ich komme da gar nicht raus. So, und nochmal. Und hinterher. Und alle Zauber, die ich habe. Und nochmal. Und den hinterher. Und nochmal. Boah, sieht das jetzt cool aus. Schnell, mach den kaputt. Und Hadesgranaten. Und. Oh, jetzt ist er weg. Verdammt. Mist. Ah, wir sollten auch schnell das Superschild holen. So. Hat es ihn doch getroffen? Nee. Oh oh. Ach, solche Dinge. Ach gut, dass wir das jetzt haben. Ah. Moment, da muss ich Zauber verwenden. So. Das geht nicht ohne. Oh Mist. Kosmokraft lässt nach. Das kann man gar nicht zulassen. Ach Gott. Ach je. Ich hatte jetzt übrigens schon meine dritte Fahrstunde. Wer auch mir auf Twitter folgt, der weiß das. Ah! So. Der hat es sicherlich mitbekommen. Ja. War ganz spannend. Ich habe Anfang am Berg, beziehungsweise auf Bremsen mit der Kupplung am Berg geübt und hatte zum Beispiel die Bremsung hatte ich sofort raus. Ja, und auch das andere Zeug hat gut geklappt. Also ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie, also dass ich da irgendwie Probleme hätte und auch der Fahrlehrer war nicht sonderlich, also war nicht mehr genervt oder sowas. Kraftfeld absorbiert Treffer sehr gut. Jetzt kommt der wieder. Der kriegt jetzt alles ab, was ich habe. So, schauen wir mal. Am meisten kriegt er das ab. So. Und Hitzeblitz wieder. Ich will mal sehen, was passiert, wenn ich den kaputt mache. Vielleicht kommen wir dann schneller dahin. So. Uhu. Wir machen immer mehr Schaden. Ja, Strobi greift auch mal an. Oder willst du nicht? So, den noch einmal oder so. Und noch einmal. Wir haben den besiegt. Den Reinigungsroboter. Oh oh. So, machen wir mal hier das hier. Besser. Und jetzt kopiert er den hier. Na toll, Kosmokraft. Komm. Strobi, du baust hier. Kosmokraft erreicht Level 1. Sehr schön. Boah.
Der hat wesentlich mehr Leben als der normale Struppi. Ja, wesentlich mehr. So. Oh, wir spammen den voll mit Attacken hier. Haha, los geht's. Ja, und das war ganz spannend mit der Fahrschule. Also jetzt geht's richtig rund. Und ich werde von Mal zu Mal besser. Das ist natürlich auch schön. Mich erreicht Level 39. Sehr schön. Hoppala. Nichts. Aber mal gleich beides hier. Den hier. Ich jetzt aber das nach. Wieder Superschild. So. Der darf nicht fliehen. Der darf nicht entkommen. Mist. So, Moment. Ah! Jetzt aber. Mist. Der ist entkommen. Oh! Oh nein! Was geht denn? Was ist jetzt los? Ups. Och nö, nicht schon wieder, oder? Da könnte ich eigentlich auch mal eine Bazooka rausholen. Wobei, geht schon. Hat denn unser Zauberschild noch? Ja. Kosmokraft lässt nach. Das kann ich nicht zulassen. So. Das kann ich echt nicht zulassen. Die muss wirken. Genauso wie unser Superschild oder so ähnlich. Boah, sind die Gegner heftig. Aber Struppi ist auch heftig. Und wir machen auch einigermaßen okay Schaden. Vielleicht sollte ich doch mal lieber Super-Besuche probieren. So. Oh oh. Struppi hat Schaden erlitten. Nicht gut. Nein! So. Okay, Bazooka, Bazooka, halt. Wird vielleicht Zeit für einmal die hier. Hoppala. Okay, der ist weg. Ich nehme wieder die hier. Atomaxt. Und vielleicht besser. Wobei, es scheint noch alles zu wirken. Hoppala, was bist denn du? Edgars Roboter. Wer ist Edgars Roboter? Okay. So, Kraftfeld. Struppi, geh ab. Und ich zauber am besten gleich wieder das Superschild. Was explodiert da die ganze Zeit? Ist das hier das Labor oder was? Die Raumstation. Alles explodiert. Nee, das ist sein Rückpuff oder was? Keine Ahnung, er ist es auf jeden Fall. Kosmokraft lässt nach. Nicht gut. Komm mal gleich wieder her. Boah, wir spammen da schon ein bisschen Angriff. Zumindest Struppi, aber das ist ganz gut so. Oh. Wenn ich Struppi nicht hätte, dann wäre ich voll verloren. Oh Gott. Was? Moment. Wie? Haben wir gerade Edgars Roboter besiegt? Oh, da ist er, der Edgar. Hallo. Hallöchen. Dafür wirst du bezahlen, Mensch. Mich erreicht Level 40. Ja, das nennt man bezahlen. Struppi erreicht Level 39. Das nennt man zu bezahlen. Nicht so vorlaut, Blecheimer. Nein! Ich verliere meine Kraft! Oh, und meine Zauber lassen auch nach. Oh. Upsala! Ist jetzt schon vorbei? Edgar hat das Gebäude verlassen. Sieht aus, als ob sein TÜV abgelaufen wäre. Hey, Prof! Was wird nun aus Evermore? Gute Frage. Keine Ahnung. Edgar, die bösen Kreaturen in Evermore erschaffen. Nun, da er deaktiviert ist, schätze ich, dass sich alles wieder normalisieren wird. Kosmokraft lässt nach. Doch sieh lieber selbst nach. Ich werde dich nach Evermore beamen mit meinem
Projektomatic, Zapdrator, Zepdrator, was? What the fuck? Also mal sehen. Drücke mal hier drauf. Und zieh mal da. Ja. Das sieht gut aus. Okay. Das war's schon. Ey, mit so. Ich hab voll Angst gehabt vor dem Kampf, ne? Hoppala. Die explodieren alle. Oh mein Gott, die gehen alle kaputt. Ach Gott, ich bin gar nicht stolz auf den Kampf. Ich war total konzentriert und habe überhaupt total langweiliges Zeug geredet. Tut mir leid, dass ich voll nicht spannend geredet habe. Das tut mir voll leid. Ich war so fixiert auf den Kampf und überhaupt und am Überlegen, was das alles ist. Aber ui, die Monster explodieren alle. Sehr schön. Ach Gott. Hä? Achso, das ist da im Sumpf oder was? Hoppala! Da macht's ja ein riesengroßes Boom Boom. Ist der Vulkan schon wieder explodiert? Hui! Ja, wir haben's gesehen. Wow, das erinnert mich an den Monsterkampf in Milchtütenmassaker. Was kennt der bitte für Filme? Nun, ich schätze, Evermore wird von einer gewaltigen Explosion zerstört werden. Durch die Deaktivierung von Edgar ist das Gleichgewicht der Kräfte aus den Fugen geraten. Ey! Ja, dann hol doch alle wieder. Die einzige Möglichkeit, alles zu retten, ist, Evermore zu verlassen. Ja, wir sollten nun gehen und unsere Freunde mit uns nehmen. Oder Evermore wird nicht mehr lange seinem Namen gerecht werden. Ja. Ja, dann lauf nicht nur hin und her. Mach jetzt, meine Güte! Ah! Ja. Ja. Ich werde mich übrigens versuchen zu bessern bei so Kämpfen. Das ist echt... Ich war nur so voll in den Kampf. Oh, oh, jetzt geht's aber los. Ja... Da kommt einiges auf uns zu. Ja, dann mach mal. Ich schätze, die Kiste schafft es nicht. Was? Michi! Du musst nochmal zurück. Du musst Sora, Hector und Gunilla finden. Dann erst können wir nach Hause. Das ist Evermores einzige Hoffnung. Und unsere auch. Wir werden es schaffen. Wie schätzt du unsere Chancen ein? 0%. Mal sehen, ich konfusioniere diese Formel und degratiniere diese. Degratiniere, ist klar. Dann die fünfte Wurzel, Polynom dividiert und zwei im Sinn. Das macht voll keinen Sinn, das weiß sogar ich. Ah ja, deine Erfolgschancen sind gleich 0. Sag ich nicht! Dennoch, dabei sein ist alles. Komm schon, Struppi. Unsere Freunde warten bereits auf uns. Nö, warten sie nicht. Oh Gott. Können wir jetzt noch... Nee, ich kann nichts machen. Okay. Komm, Sora. Ui, da regnet es ganz heftig. Ja. Okay. Ich kann nur noch zugucken. Oh. Wenn dieses Erdbeben schlimmer wird, ist das ganze Dorf verloren. Für immer und ewig. Da hast du wohl recht. Die Erdbeben waren noch nicht so stark wie jetzt. Ja, du bist los. Sora, du musst sofort mit mir kommen. Evermore wird untergehen und wir sind der Grund dafür. Schlauer Bär, nun heißt es Leviowohlsagen. Ich danke dir und den anderen Dorfbewohnern. Ich habe dir so viel zu verdanken. Und nun wird diese Welt wegen mir zerstört. Kannst du mir verzeihen? Feuerauge, Sora, hör doch auf zu weinen, das Beben ist nicht deine Schuld. Sora. Es ist meine Schuld, ganz allein meine Schuld. Ich muss euch sofort verlassen. Können wir gehen, Sora? Einen Moment noch. Schlauer Bär, ich werde dich vermissen. Ich weiß, mein Kleines, ich weiß. Aber geh jetzt besser. Du gehörst nicht nach Evermore. Wir werden immer an dich denken, kleines Feuerauge. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig vorgelesen habe. Ich habe zu schnell getippt. Oh Gott, die Welt geht unter. Und die lassen sie einfach gehen. Also ich hätte gesagt, ja toll, du rettest deinen Arsch, aber wir müssen sterben oder was?
Ja, da hätte ich, also, ich weiß nicht. Na gut. Ich denke da vielleicht zu kompliziert oder so, keine Ahnung. Ach ja. Ach ja, so. Los, hol Hector. Hopp, renn! Junge, renn! Baller. Lol, die wollen eine neue Stadt überbauen? Ich glaube, die Erdbeben wären schlimmer. Du hast recht, mein Freund. Ich hoffe, es bricht keine Panik aus. Falls doch, wird es schlimmer als beim letzten Sommerschussverkauf. Hector! Hector! Gute Güte, beruhige dich erstmal. Was ist los? Evermore, geht unter. Wir müssen fliehen. Fliehen? Ich kann hier nicht weg. Doch, lass uns gehen. Diese Welt wird. Je länger wir bleiben, desto schlimmer wird es. Hector, wenn der Junge recht hat, solltet ihr hier schnell verschwinden. Keine Sorge, ich werde das Kind schon schaukeln. Ja, mal sehen. Irgendwie. Ich glaube dir, mein Freund, du bist ein guter Mann, Moronius. Du auch, Hector Lector. Genug geschwafelt, ihr müsst los. Gott, ist der lahm. Beweg dein Hintern, Hector. Hopp. Oh, ich habe Hector gar nicht gebraucht. Fällt mir gerade ein. Ja, gut. Boah, bewegt er sich mal. Bis der da ist, ist einfach mal vollkommen untergegangen. Das sage ich euch. Bis der seinen Arsch bewegt hat, da sind wir schon dreimal untergegangen. Wow, es ist ja alles rot. Ja, beeil dich, hopp. Landet noch ewig. Ist ja nicht so, dass die Welt gerade untergeht und alles rot leuchtet. Und so weiter. Oh Gott, ich habe solche Gundela, wir müssen gehen! Evermore geht unter! Keine Zeit für Erklärung! Gundela, mein Schatz, verlass mich nicht! Du hast den Jungen gehört. Die Burg gehört dir. Lol. Ey, die sind so alles solche treulosen Tomaten, ernsthaft. Der arme König fleht sie an, dass sie soll nicht gehen und sie geht. Ja, und jetzt? Wo fliegen die hin? Ach so, jetzt nach oben. Toll. Da hättet ihr euch den Rundflug sparen können, ernsthaft. Hui, Zora, Gunilla. Und Hector kommt jetzt hoffentlich auch, ja. Wow. Hier geht's ab. Und wo ist Michi? Boah. Ey, ich sehe nichts mehr. Vor lauter. Wisst schon. Beeilt euch, Leute. Wir müssen zurück nach Großostheim. Die Zeit wird knapp. Adios, Edgar. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, und wo ist jetzt Michi? Oh, die fette zuerst. Okay. Ja, Hector, meine Güte, hast du die Ruhe weg? Kein Wunder, dass du letzter bist. Wo ist Michi? Wo ist eigentlich Michi? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es bleibt nicht viel Zeit. Ja, wo bleibt er denn? Hoffentlich schafft er es. Oh Gott, das ist so spannend. Hilfe? Schafft er es? Los, Michi! Komm schon, Struppi! Los jetzt! Los jetzt! Vergiss die Katze! Wir wollen doch nach Großostheim zurück! Komm, Struppi! Oh Gott, ob die es noch schaffen? Da war die Katze schon wieder? Super! Autsch! Voll auf den Mülleimer! Wo ist Struppi? Wow, das kam gut. Ah. Und hallo, Struppi. Und er ist wieder normal. Toll, dass du alles gut überstanden hast. Endlich ist alles wieder normal. Großostheim, es hat sich nichts verändert. Ich frage mich, ob die Nähe zu Nintendo nicht doch meine Fantasie beflügelt hat. Autsch. Wow. Ich glaube, wir haben die Antwort.
Wurde das jetzt verfilmt, oder was? Endlich sind wir wieder zu Hause. Gerade noch rechtzeitig. Allerdings. Jetzt gehe ich erstmal einmal zu meiner Frau. Sie müsste inzwischen 63 Jahre alt sein. Ich glaube, ich werde einfach mal vermissen. Und ich meine Sahnetorten. Was wohl aus Evermore werden wird? Da bin ich auch gespannt. Ah, und schon ist es vorbei. Och, Menno. Oh. Ja, es war echt ein schönes Projekt. Dankeschön, dass ich es spielen konnte. Danke, dass mich Ibelchen dazu überredet hat, es doch zu spielen. Nee, es war echt schön. Also, ich muss echt sagen, das war wirklich ein wahres Erlebnis. Und es gibt einem auch echt einiges zu nachdenken, so ein bisschen. Ja, und irgendwie, es ist echt nicht schlecht. Also, ich finde es super so. Sieht man da jetzt was aus Evermore mit? Ja, was ist denn? Schlauer wäre es jetzt das Dorf überhaupt? Das ist ja cool. Nee, aber es ist echt. Also ich weiß nicht. Es war echt ein spannendes und tolles Spiel. Und manchmal bin ich zwar ein bisschen verzweifelt, aber ich muss sagen, ich habe damals echt ein bisschen was verpasst. Schade eigentlich. Aber was will ich machen? Ich hatte damals nicht die Möglichkeit, das zu spielen, weil meine Eltern mir die nicht gegeben haben. Und ich als Kind konnte eher schlecht sagen, hey Leute, hier. Ich kaufe mir das jetzt. Aber dafür mache ich das jetzt. Und Moronius ist jetzt der neue Oberhaupt. Sehr schön. Moronius hat alles im Griff. Aber da war doch vorher die wollten noch die Statue aufbauen. Ist sie schon wieder kaputt gegangen, weil da gerade ein Loch wieder war? Hm? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und der König hat das Schloss jetzt im Griff. Ich finde, der König sieht so lustig aus. Ja. Da stehen natürlich die ganzen Namen vom Designteam und viele andere. Das waren wahrscheinlich nur die wichtigsten gerade. Aber wenn das ganz viele Designer sind, dann kann man natürlich nicht 50 verschiedene Designer erwähnen. Ich glaube zwar nicht, dass es 50 waren, aber... Ui, die Brüder fliegen! Yay! Wo ist Lufti? Abraham! Nee, aber es war echt ein richtig tolles Spiel, finde ich. Und ich freue mich, da noch mehr Spiele aus der Zeit entdecken zu können. Oh, die Freakshow, da wollen wir natürlich gucken. Die Bösewichte! Oh, na toll. Besonderen Dank an unsere Familien. Oh, das ist sehr süß. Und natürlich an Michi und seinen tapferen Hund Struppi. Oh. Ende. Ja, damit ist das Projekt vorbei. Und es ist das dritte Finale innerhalb von einer Woche. Ich kann es kaum glauben, echt. Naja, jetzt weiß ich noch gar nicht, was ich als nächstes Projekt machen soll. Oh Gott, aber ich schau mal. Ich werde schon was finden. Ja, ich werde auf jeden Fall was finden. Muss man mal gucken, was es wird. Ich weiß es selber noch nicht. Da werde ich mir jetzt die nächsten Tage Gedanken machen. Und dann, ja, mal schauen, ne? Und dann wird das nächste Projekt kommen, nach Secret of Evermore. Ging jetzt auch lang genug, aber ich muss echt sagen, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass mir so viele immer Tipps gegeben haben und mich unterstützt haben. Michi, Ibelchen, ja. Wenn ich irgendwen vergessen habe, fühlte ich einfach damit erwähnt, ja. Das war einfach, ich weiß nicht. Ich habe mich da immer über jedes Kommentar, habe ich mich sehr gefreut, über jeden Tipp. Das war einfach, ja. Ich fand es wundervoll, dass sie einfach für mich da wart und mir Tipps gegeben habt und mir gesagt habt, hey, schau mal, Seelenqual, da kannst du noch was machen, da hast du noch was. Und ja, das ist einfach, ich finde es immer wieder schön, wenn da Leute sind, die das mit mir erleben wollen und die das Spiel mit mir spielen. Okay, und damit verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns im nächsten Projekt. Oder kommt da noch was? Nee. Also, bis zum nächsten Projekt. Tschüss!